einen wunderschönen guten Morgen und frohe Ostern wünsche ich euch. Heute ist Ostersonntag für uns. Ihr seht das Video erst am Dienstag und ich habe euch schon frohe Ostern gewünscht in dem Video von Freitag. Aber ich wünsche euch nochmal. Sorry, der Akku war leer. Ich muss die mal unbedingt aufladen gleich. Ich war schon fleißig heute. Außer dass ich mich fertig gemacht habe. So fleißig war ich noch nicht. Ich bin quasi gerade aufgestanden. Und habe direkt Naanbrotteig angesetzt, weil wir heute zum Grillen eingeladen sind mit der Familie. Meine Güte, was ist mit meinen Haaren los? Und ich habe gesagt, ich bringe Naanbrot mit. Das ist so lecker, so indisches Naanbrot. Und ja, den wollte ich direkt aufsetzen, den Teig, weil das halt mit Hefe ist. Und Livia ist nicht da. Und dann habe ich gedacht, komm, dann hast du die ganzen Hände voll Teig. Und ja, was erledigt ist, ist erledigt. Genau, so war das und deswegen bin ich noch nicht fertig gemacht, aber ist ja auch egal. Wir haben heute richtig schönes Wetter und heute dürfen die Kinder Ostergeschenke suchen. Oh, mein Kaffee weg. Genau, und dieses Jahr freue ich mich da sehr drauf. Eigentlich feiern wir Ostern nicht so, aber dieses Jahr ist irgendwie alles anders und deswegen wird dieses Jahr richtig bei uns gesucht mit Schokolade und Geschenke, große und kleine. Ein bisschen übertrieben mit den Geschenken, haben wir aber sonst noch nie an Ostern gemacht und dieses Jahr ist es einfach mal so. Ich wollte euch erinnern, dass wir eine Verlosung gestartet haben in dem Vlog von vorgestern, weil viele ja immer nach unserem Kochbuch fragen in der Printversion, das gibt es ja nicht mehr zu kaufen. Und ja, wir verlosen ein Kochbuch von uns in der Printversion. Ich zeige es euch einmal. Tata, das ist es. Das gibt es nicht mehr zu kaufen. Das gab es nur bis Dezember letzten Jahres zu kaufen. Halt mit Inhaltsverzeichnis und Fotos. Wir haben uns da ganz viel Mühe gegeben, haben die Fotos selber gemacht von allen Gerichten. Genau, also wenn ihr daran teilnehmen möchtet an der Verlosung, der Vlog von vorgestern ist es halt. Und letzten Monat im März hatten wir ein Angebot für dieses Kochbuch. Das gibt es ja auch in der PDF-Version, also fürs Handy. Und das hatten wir im Angebot für 8 Euro den ganzen März lang. Und einige, also ganz viele haben das gekauft und einige hatten dann geschrieben, so, oh, ich habe das verpasst, schade, zu spät mitbekommen oder was auch immer für Gründe. Deswegen gibt es erstens auch in diesem Video, wo die Verlosung ist, PDF-Kochbücher zu gewinnen. Und wir haben das Angebot nochmal für den April jetzt draufgelegt. Für den Rest des Monats April ist dieses 8-Euro-Angebot für das PDF-Kochbuch auch noch. Ich kann es euch jetzt gerade nicht zeigen. Aber wenn ihr den Vlog von vorgestern euch anschaut, dann da stelle ich euch das Kochbuch vor. Genau. Und das erzähle ich euch immer wieder, weil wir immer wieder nach den Rezepten gefragt werden. Weil heute gehen wir zum Beispiel grillen, legen unser Gemüse ein und dann, ja, wie habt ihr das eingelegt? Diese Rezepte sind alle in diesen Kochbüchern, der Krautsalat und so. Und das sind alles so Rezepte, die immer wieder bei uns im Blog vorkommen. Deswegen haben wir dieses Buch halt irgendwann geschrieben über die letzten Jahre. Ja, ich gucke immer raus, weil es sieht so schön aus draußen. Ich kann leider die Kamera nicht umdrehen, weil wir hier, wie gesagt, bei Bernds Eltern vor der Tür stehen. Aber das, ach, der blaue Himmel, ne? Und dann die, es ist ja jetzt so Frühling und die Bäume, die Knospen kommen jetzt, sie werden alle grün und die Vögel zwitschern. Boah, das macht so richtig Vorfreude und gute Laune. Ich guck mal, was mein Teig macht. Da ist er. Ich habe schon überlegt, dieses Teigrezept, Naanbrotrezept, in das nächste Kochbuch aufzunehmen. Mal schauen. Das war ein bisschen doof, das hier im Wohnwagen zu kneten, aber es hat geklappt. Und weil das ist 1 Kilo Mehl und ich hatte nicht so viel Platz, deswegen habe ich diese kleinen Bällchen dann irgendwann gemacht. Ja, der muss jetzt erstmal aufgehen. Ich mache mich fertig, mache das Bett und räume auf. Und dann geht's los. Ach so, heute ist auch Umzug. Wir ziehen heute mit dem Wohnwagen um. Hier wisst ihr, wir stehen direkt an der Straße und heute geht es so ein bisschen ländlicher. Wenn wir dann die Tür aufmachen, ist Kanal und Felder und so. Das ist aber am Nachmittag, nach der Grillparty. Ich habe gesagt, so spätestens um 16 Uhr möchte ich da loskommen, weil wenn wir dann vom Garten, bis wir hier am Wohnwagen sind, alles abfahrbereit machen, ankuppeln, abhauen zum neuen Stellplatz, da wieder alles aufbauen, alle begrüßen, weil wir da ja auch stehen und Menschen sehen, die wir lange nicht gesehen haben. Ja, und bis man dann wieder so eingerichtet ist, dann ist schon Schlafenszeit, vielleicht nochmal Abendbrot essen oder so. Deswegen spätestens um 16 Uhr müssen wir heute abreisen von der Party, abhauen.
So, jetzt hat der Bernd angerufen. Der holt jetzt den Wäschekorb ab. Es wird nochmal eben alles gewaschen. Nicht alles, aber halt das Gängige. Und deswegen ziehe ich mich ganz wacker aus. So. Genau, dann geht der Wäschekorb ab, wird gewaschen und wir kriegen nochmal Wasser, wird aufgefüllt. Der Tank hier nicht ganz voll, weil wo wir nachher stehen, da haben wir ja auch Wasser. Deswegen, da müssen wir nicht so viel den vollen Tank hin und her gurken. Deswegen nur für den nötigen Bedarf jetzt. Ach, da kommt er schon, der Bernd. Das ging ja jetzt flott. Machen wir mal hier auf. Hallo, wer ist denn da? Guck mal, was der Schenk gekriegt hat. Hast du einen Apfel bekommen? Und noch was, cool. Mama. Nimm was hast mal du bitte. Noch bekommen? Siehst du das nicht? Eine Kette? Oh, nein, ist das deine? Zeig mal der Mama, wie die abgeht. Wie geht die? Oh, oh. So sie ist geht ja die hübsch, ist die. Die kann sie auch gut als Peitsche benutzen. Naja. Wow, was bist du hübsch. Er sagt danke für die Komplimente. Okay, wie viel Grad? Wir machen einfach 30 Grad Schnellwäsche. Und die Galone habe ich gefunden. Bis gleich. Ja. Oh, wo ist deine Kette? Mit Magnet. Oh, super. Wir haben super gut geschlafen heute hier. Aber es waren heute Morgen 13 Grad hier drin. Und es war nicht, also wir haben nicht gefroren. Letztes Mal, als wir in Kroatien waren, dann, wenn es so 15 Grad war, dann war es arschkalt für uns. Wir haben sofort die Heizung angemacht. Diesmal haben wir aber unsere dicken Winterdecken einbezogen. Und die wärmen so schön, ne? Richtig angenehm war das. Ja, wir füttern jetzt mal die Maus, ne? Titigong? Ich weiß nicht, was meinst du? Das ist mitten im Anfang. Ja, okay. Okay, so. Einen Moment. I'm coming. Erstmal die Taschen mitnehmen. Wir sind jetzt so, ja, wir sind jetzt so richtig beladen fürs mit dem Grillen. Laden. Ja, Olivia und Smurfy. Ich komm, Smurfy. Erstmal, hat er ein Halsband um oder? Ein Geschirr, okay. Dann. Leine liegt aber vorne die kurze, kannst du auch die lange nehmen. Ich nehme die lange. Nehmen wir die Trage, die kann ich auch später holen, ne? Ist egal. Pass auf, ich hol erst die Tüten raus und dann den Smurfy. Mir kannst du auch zwei Tüten geben. Okay. Kannst du ruhig schon. Ja, Smurfy. Mehr ist ja nicht, ist nur der Teig, ne? Ja. So, machen wir das eben so. Unsere Schleppleine mit Sicherheitshaken. Warte, Smurfy. Ja. Warte. Du kommst auch mit. Darfst du auch? Warte, du kriegst auch Eier. Okay. Warte, Smurfy. So, kannst du machen? Der weiß ganz genau, wo wir sind. Ne? Warte. Ach, du kriegst auch ein Ostergeschenk. Ja. Etty. Du bist peinlich, Smurfy. Etty. Wir haben gerade noch den Smurfy gelobt, wie fein der ist, dass er alleine bleibt. So artig ist, wenn wir im Garten sind. Ist ja so artig. Außer wenn er läuft, wenn er zieht. Dann ist der Hasslevel 100.000. Ne, Smurfy? Er ist aufgeregt auf die Eiersuche. Huckepack, wow. Boah, bist du groß, Livia. Ich setze meine Ohren. Er zieht schon. Könnte auch ein Kutschpferd sein. Achtung, Smurfy. Etty, geh von Herrchens Füße weg. Er wollte nur gucken, ob du aufpasst. So. Jetzt wird's schon besser. Genau. So schön die Gärten. Feiner Smurfy. Ja, wo gehen wir hin?
La, la, la. Es ist wunderschönes Wetter. Und gestern war es so windig, das war kalt. Heute ist es schön. Achtung, der Etti kommt. Nein. Nee, jetzt will er nicht. Zack, oh, halt ihn fest. Habt ihr alles versteckt? Ich sehe ja schon was. Oh, hier stehen die Körbchen schon bereit. Ja, super. Dann pass auf den Smurfy auf. Dann besuchen wir hier Osterhase. Oh, frohe Ostern. Stückchen vor. Livia, suchen. Guck mal, ich habe schon was entdeckt. Livia, schau mal. Livia, lass die Blume. Guck mal hier, Livia. Was liegt denn hier? In den Korb rein. Alles einsammeln. Alles in den Korb rein. In den Korb rein, Livia. Nein, sie nimmt das so. Sie schlägt das alles auf. In den Korb, ja, Livia. Tu das hier rein. Nicht. Livia. Nee. Livia. So wie ich mir das vorgestellt. Nee. Oh, was liegt denn da? Aber war ja klar. Ja. Da, was liegt denn da, Livia? Livia. Nicht ins Körbchen rein. Wow. Klasse. Der Osterhase war da. Boah, ich sehe ganz viele Nester. Alles hier einräumen. Ich muss erstmal eine Stärkung. Erstmal ein Ei ausgepackt. Da rein. Das kommt da rein. Soll ich das halten? Für später? Nein. Dann steckst du ganz im Mund. Ne? Passt das rein? Gib mir. Ich halt fest. Kommst du wieder raus heute? Nein. Nee, sie sagt, das passt ganz im Mund rein. Passt wohl. Ach, das Ei oder was? Was? Die Kette hat das Mörfie. Jetzt musst du das mal aufmachen. Ja. So, alles da rein. Da ist noch ein Hase. Wir haben ja Zeit. Ja, eben. Wir haben Zeit ohne Ende. A few hours later. So, ich pack mal ihre Sachen. Das ist ja alles ihres. Okay, pack mal alles da rein. Boah, Olivia, dein Körbchen ist voll. Ja. Du hast ja Proviant für ein Jahr. Die After Aids sind deine. Echt? Ja, die magst du doch so gerne. Ja, ja. Gesundheit, bitte schön. Dankeschön, da ist noch einer. Ha? Holst du das? Klettern. Hm, die Palme. Achso, ich habe hier Kalle. Gib mir mal die. Gib mal einen Finger deiner Schwester, dass sie da hochkommt. Die kommt da auch so hoch eigentlich. Ah, gut. Ne, schaffst du, Livia? Ist erstmal Ruhe. Ja, sie braucht immer eine Stärkung zwischendurch. Ja, oh, da liegt das, noch ein Nest. Dauert, Calvino. Was hast du? Ach, Blümis. Die Stifte. Die Nein, das ist für den Papa, Livia. Bring ihm das mal. Ne, sagt sie, hol dir das mal selber. Ich weiß, glaube ich, unseres ist da, ne? Da habe ich was gesehen zumindest. Hier. Im Rosmarin. Oh Gott. Oh nee, das ist nicht unseres. Echt jetzt? Nee. Da vielleicht an der Palme? Runtergefallen, sag ich mal. Was ist runtergefallen? Oh, das ist für den Papa, Livia. Also, das bring mal den Papa. Schokoeier mit Haselnusscremefüllung. Wow. Darf sie einen von deinen UFOs haben? Komm mal her, Livia. Gib mal her, ich mach auf. Bekommst du ein UFO. Oh, die sind so lecker, ne? Hier, bitteschön. Oh, die riechen schon. Kennt ihr UFOs? Boah, die riechen so richtig geil. Ich nehme mir auch eins, Calvino, darf ich? Mama klaut die Ostergeschenke. Kannst aufessen? Mmh, aufessen? Nein. So, Kreide, Straßenkreide, alles gemischt. Ja, alles das, was man braucht. Genau, hauptsächlich das Wichtigste finde ich diese Beschäftigungsspielzeuge fürs Auto. Ja, auf jeden Fall. Für Livia. Ihr neues iPhone 16. Mit einfachen Sachen gut beschäftigen, ja. Ne? Erdbeerscheiben. Ein Ventilator für die heißen Tage. Oh, guck mal, Livia, dein eigener Autoschlüssel. Calvino, das habe ich hauptsächlich geholt, weil du immer gesagt hast, sie darf nicht unseren Schlüssel haben. Ja. Guck mal, Livia, jetzt hast du deinen eigenen. Klick. Bitte schön. Oben an kleinen Super. Reichen. So, wir müssen euch was zeigen. Richtig cool, weil ich weiß, viele mit Kindern schauen zu. Wir haben diese Stifte geholt von Stabilo. Das ist jetzt ein 10er-Pack, die gibt es in verschiedenen. Die sind so richtig dick.
Und die kann man mit Wasser, so, in Wasser, wie Wasserfarbe, so malen die dann. Und dann zum Beispiel jetzt gelb dazu. Und dann kann man das verreiben, wie Aquarell. Ja, schwarz macht jetzt nicht so schöne Bilder zum Verreiben. Eher so farbenfroh bin ich drauf. Das sind halt wasserlösliche Farben. Man kann die aber auch trocken malen. Ich habe jetzt keinen trockenen. Wir haben die alle nass gemacht. Aber dann sind die so wie Wachsmalstifte. Die sind so... Bernd spießt schon unsere Gemüsestäbe ein. Hat er gestern schon eingelegt. Zucchini, Auberginen, Pilze, Halloumi-Käse und so weiter und so fort, ne? Sehr lecker. Das glaube ich. So, ich habe die jetzt hier so vorbereitet, die Naanbrote. So ist der Teig. Und hier werden die jetzt ausgebacken. Normalerweise in Öl. Aber ihr wisst ja, in Deutschland ist Ölmangel. Deswegen backen ist lieber. Geht auch. Genau, und das schmeckt richtig gut. Ich zeige euch das gleich, wie es aufgerissen aussieht. Das ist so richtig... Das ist ein Herzchen. ...soft und richtig geil. Das ist so wie Pommes. Ja, das schmeckt richtig gut. Bestimmt bei Oma oder so. Genau, wir haben hier alles allerhand. Der Bernd hat auch seinen Dip gemacht. Schafskäse, Eiweiß, Gedöns-Dip. Wir haben einen gemischten Salat. Ich habe unser Joghurt-Dressing gemacht. Kräuterbutter... Und den haben wir noch aus Ungarn, Feta-Käse. Wir stellen uns ja bald gleich. Ja, wir ziehen nachher noch um mit dem Wohnwagen. Ja. Oh, das qualmt richtig. Frisches Brot ist was Feines, ne? Ja, Brot ist immer gut. Frisches, ja. So, wir sind angekommen. Schon länger an unserem neuen Stellplatz. Und ja. Es ist wunderschön. Wir wurden super schön empfangen. Wir haben ein bisschen Party gemacht, deswegen habe ich mich gar nicht mehr gemeldet. Und jetzt bringen wir Livia ins Bett und dann gehen wir schlafen. Und ich danke euch fürs Zuschauen und bis morgen in alter Frische. Tschüss!